Frage ist, wo haben wir denn solch ominöse Seewipern? Kann ich hier zufällig auch rüberspringen? Jo! Nein. Oh nein, ich kann nicht rüberspringen. Ich wollte mich in den Tod stürzen. Aber jetzt komm schon. Juhu! Ah, voll die Abkürzung, hä? Ein Sturm zieht auf! Madame, wo sind die hin? Hä? Besorgt eine. Ja, weiß ich doch, aber wo? Aber wo? Ich sehe keine Seewipern. Du bist eine Seewiper. Nicht mehr lange. Jetzt bist du eine tote See. Oh. Aha. Ha, betroffen. Allein im Wasser kann ich nicht kämpfen, das ist blöd. Jetzt geh nur aus dem Wasser raus. Bam. Oh, warte. Bam. Juhu, ich habe einen Magnetschein gefunden. Ich komme zurück. Ich mache mich mal wieder unsichtbar. Hui. Einfach so. Eigentlich echt nur, weil ich es kann und weil ich es ganz cool finde. Kann ich das eigentlich die ganze Zeit machen, solange ich Mana habe, oder? Tatsache, das ist cool. Und das finde ich ja ziemlich cool. Was soll ich jetzt eigentlich mit diesem Stein machen? Aha. Da hinten hin. Soll ich da hinten hin? Schau mal Horizont. Ich wurde unterbrechen. Blablabla. Ich sollte ja gewinnen, die Leute immer befreien. Okay, das. Ach so. Verfolge ich gerade gar nicht. Verfolge die. Höchst interessant. Gut, dann machen wir das mal. Befreit Sur. Sur. Und da ist noch was. Oh mein Gott, hier geht's jetzt aber. Haltet das Maormeer-Ritual ab. Nö. Jetzt nicht, bitte. Wenn jetzt mich erstmal hier rüber, Chevyman. Und, hui. Ich kämpfe gegen den Sturm höchstpersönlich. So. Tot, ich will auch nochmal raufschießen. Okay, ich glaube, das ist hier dann im Schiff. Wie komme ich in das Schiff rein? Eine gute Frage, wie ich finde. Ah, von hier. Blitze, die müssen sterben. So, muss ich jetzt da unten rein oder was geht hier ab? So, dich muss ich befreien, Junge. I save you. So, ich hab dich befreit. Ist das nicht nett von mir? Oh mein Gott, was geschieht hier? Ich laufe einfach durch die Blitze, ohne dass mir was passiert. Genauso sieht's ab. Soll ich dich auch befreien? Na gut. Dann tue ich das. Abgeschlossen. Halte das. Okay, geh zu. Zurück. Okay. Es ist halt so, ja, wie man es kennt. Man geht hin, man macht was und dann muss man halt wieder zurück. Und etwas weiteres tun. So werden wir schon getötet. Okay, das ist aber nicht da hinten. Wo ist denn die alte Sumpfpomeranze? Wie verfolge ich eigentlich eine E? Okay. Jetzt wird nämlich das hier angezeigt, dann ist das alles auch nicht so verwirrend. Mit meinem Köcher der unendlichen Pfeile. Oh cool, das kann man später auch machen. Das ist natürlich geil. Wenn man sich einfach so ein bisschen ranporten kann. Das finde ich nice. Ich muss den Weg zurücklegen. Die sind wahrscheinlich schon da. Super. Also ich muss auch sagen, ich finde das Spiel echt nicht schlecht. Macht schon Spaß.
Ich finde ja immer so MMOs, vor allem sowas, ich meine, ich queste ja relativ gerne. Ich lese mir auch normalerweise sowas immer durch, Bücher und so, weil ich das dann interessant finde. Ich weiß noch nicht, wie das in einem Let's Play dann immer ankommt, ob das so gut ist, wenn man das alles vorliest. Ach verdammt, ich hätte auch da hochgehen können, egal. Aber was das Questen angeht, das mache ich schon immer dann. Na gut, hier rush ich ein bisschen durch, ich überspringe die Texte, weil ich auch einfach nur ein bisschen das Spiel zeigen möchte. Das wäre eher so eine Sache, das würde ich in einem Let's Play machen. Jawohl. Ja, klatschen die Hände für mich, ich bin voll begeistert. Ich bin aufgestiegen. Level 3. Wunderbar, Attributenpunkte verfügbar. Ich bin begeistert. Die zerrittenen Untiefen habe ich abgeschlossen. Okay. Ich bin ja total super. So, und ein weiterer Punkt. Poison verursacht Giftschaden. Ihr feuert 3 Sekunden lang wiederholt Feuerpfeile in einen Bereich und fügt so allen Feinden alle 0,52 normalen Schaden zu. Ich bin begeistert. Ich möchte gern, warte mal, Shadow. Ihr verursacht 300, falls ihr schleicht, bringt den Angriff den Feind aus dem Gleichgewicht und betritt diesen. Okay. Betäubt natürlich. Oh, den will ich haben. Teleported Strike. Was können die? Achso, das wird ja immer so nach und nach freigeschaltet. Muss mich mal räuspern hier. Aber. Nein. Klasse, natürlich. Ich möchte nämlich unbedingt Assassination. Ich will den Teleported Strike haben. Danach gehe ich, glaube ich, mehr auf Shadow. Weiß ich noch gar nicht. Zack, zack, jawohl. Es ist, glaube ich, nützlich, sich echt für eine Sache zu entscheiden, weil... Ich habe aber kein Ziel. Ich möchte ein Ziel haben. Okay. Da sind die zerrütteten Untiefen. Die Frage ist Tagebuch. Ach komm, genau, wir sammeln mal die Tagebücher ein. Das sollen wir auch machen. Vielleicht finden wir ja noch einen Feind, wo ich mal... Moment. Wo muss ich hin? Wo ich dann meinen Teleportationsstrei-Dingsbums... Wobei der total blöd ist für mich. Ich kämpfe ja überhaupt gar nicht mit so normalen Waffen. Aber später kann man, glaube ich, auch eine Zweitwaffenausrüstung tragen, oder? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Hab alles vergessen, was ich gelesen habe, weil das schon eine Weile her ist, wo ich das Spiel gespielt habe. Auf jeden Fall hätte ich mir den... Warte mal. Hua, zack. Läuft. Ja, wie gesagt, eigentlich total blöd, dass ich das gemacht habe, weil ich kämpfe gar nicht mit Waffen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich muss mal ganz kurz mal hier gucken. Schnellzugriff, jawohl. Torchbug. Ach, guck mal. Nee. Ja gut, es gibt noch primär, sekundär, also doch, das ist schon sowas, ne? Dass ich halt noch ein zweites Waffenset tragen kann. Das ist dann eigentlich ziemlich gut, weil dann kann man nämlich auch mal sagen, gut, komm, wir kämpfen mal mit Pfeil und Bogen, mal mit irgendwelchen Messerchens. Ist ja manchmal auch nicht so verkehrt. Du bist böse und musst sterben. So. Eingeweide und noch anderen Firlefanz. Die kann man bestimmt für irgendwas gebrauchen, weiß ich gar nicht. So, Notiz, hier ist eine Notiz. Eine Notiz. Wer hat hier eine Notiz hinterlassen? Das ist mysteriös. Eigentlich finde ich ja den hier, ne? Zack. Leider ist der irgendwie scheiße, weil ich habe auch keine Waffen dafür. Ha! Nein, du bist noch nicht tot, das ist natürlich blöd. So, jetzt bist du aber tot. Hast du irgendwas? Hä? Ein Kreuzbaumschurke. Was macht der für krasse Moves? Das ist ja ein heißer Typ, ey. Hua, zack. Damit hätte er nicht gerechnet. Jetzt ist er K.O. Los. Töte ihn. Töte ihn. Ich hab daneben geschossen, verdammt. Da, tot. Hast du was Geiles dabei? Gold. Oh, guck mal, ein Schafsbock. Warum kann man die eigentlich nicht noch richtig looten? Das finde ich ein bisschen blöd. Eine Notiz.
Ein junger Khajiit ist letzte Nacht ins Lager gewandert und meinte, er würde nach Hazak suchen. Wenn jemand fragt, wo ich bin, so lautet die Antwort, dass ich diesen Narren gerade in Hazaks Loch schaffe. Er wird dem Chef vorgeführt, bevor sein Kopf und sein Körper auf Nimmerwiedersehen zueinander sagen. Wir haben Altmiri am Strand entdeckt, falls ihr mich braucht. Dann schickt einen Läufer hinter den Hügeln über Hazaks Loch, geht außen herum zu den Docks beim Eingang. Alles klar. Das ist ja interessant. Jetzt muss ich hier natürlich immer noch ganz viel weiterlaufen. Ich muss mal irgendwie einen Schluck trinken kurz. Eine Stunde nehme ich schon auf, ungefähr. Ich habe seitdem noch nichts, aber noch nichts getrunken. Das ist unglaublich. Guck mal, voll der Gagni. Gagni und sein Schafsbock. Welche Geschichte steckt wohl dahinter, dass diese beiden hier entlang schreiten? Haben Gagni als auch der Schafsbock ihr Zuhause verloren? Oder ist das noch ein Kampf, Schafsbock, der als Bodyguard fungiert? Man weiß es nicht. Und man wird es nie erfahren. Denn ich gehe jetzt weiter und dann ist mir das auch wurscht. Oh, eine Hängebrücke. Mal, wie weit ist denn... Hilfe! Ich werde angegriffen. Ach, blocken, wer muss denn heute schon blocken hier? Zack! Oh nein, warte. Bam! In die Fresse. Ja, greif mal in die andere Richtung an, das finde ich gut. Oh nein. Warte. So. Ich finde es immer noch ein bisschen langsam, wenn man halt zieht und macht und tut, dann... Naja. So, ich wollte eigentlich die Map kurz öffnen. So, hier sieht man noch ein bisschen mehr Karte. So. Das hier ist Tamriel. Ist, gut. Das ist dann die Bereichskarte von Mistral. Wenn man ein bisschen weiter rauszoomt, ist alles kein Problem. Oh, findet Hazaks Loch. Drücke ich jetzt die linke Maustaste, wird man nochmal ein bisschen weiter rausgezoomt und dann First Hold. Man sieht hier so eine kleine Bereichskarte. Das sind, glaube ich, die ganzen Städte. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier sieht man dann nochmal so eine schöne Karte. Bankorei, die Alikir-Wüste und so weiter. Hier ist auch Cyrodiil. Das ja bekannt sein sollte. So, und hier wird auch wohl ganz, ganz viel soll nachgereicht werden. Neue Gebiete und so weiter. Wie dann zum Beispiel eventuell auch sowas wie Morrowind. Ich weiß gar nicht, nee, Morrowind ist glaube ich hier noch nicht drin. Soll irgendwie alles noch nachgereicht werden. Ob das dann Geld kostet, ich weiß es nicht. Also eigentlich, ganz ehrlich, dann das Spiel... Vollpreistitel ist und dann auch monatliche Gebühren kostet. Ich meine, gut, bei WoW macht man das ja auch so, dass dann einfach da auch nochmal Geld für genommen wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man heutzutage vielleicht nicht eher die Politik nehmen sollte, wie es zum Beispiel Spiele wie Guild Wars 2 machen. Man zahlt Geld für das Spiel und danach kostet es halt einfach nichts mehr. Jetzt kann man natürlich darüber denken, wie man möchte. Viele Spieler begrüßen das aber, dass man auch Geld bezahlt. Nicht, weil man Geld bezahlt, sondern weil es dann die Leute spielen, die auch wirklich Lust darauf haben. Bei vielen Spielen wird ja zum Beispiel bei Star Wars The Old Republic wird ja gerne kritisiert, dass seitdem es Free-to-Play sehr viele, naja, komische Leute da reingekommen sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das auch... Kann ich den Vogel töten? Den Vogel töten? Nein. Ich hab's mir auch erst dann angeguckt, als es Free-to-Play wurde. Willst du mich angreifen, du komischer Skiver? So, stirb. Jetzt. So. Hab mir dann aber trotzdem eine Monatskarte gekauft. Eine Gamecard gekauft, damit ich halt Premium bin. Ich finde... Das Modell finde ich eigentlich um einiges besser als so ein Zwang. Du musst bezahlen. Oh nein. Hä? Achso, wir sind weg. Hallöchen. Hallo? Endlich. Ja?
Besser Joe wird dieses legendäre Gebüsch finden. Was? Was ist das? Nein, bitte. Dieser schaut nicht mehr hin. Ich ergebe mich. Nicht schlecht. So. Super, ich mach mal ganz kurz. Ich mach kurz ein kleines Päuschen. Bin dann aber für euch nicht mal in 0,001 Sekunde wieder da. Bis gleich. Da bin ich wieder zurück in Tamriel und wir haben ja noch einige Sachen hier offen. Was ist denn da hinten? Aha, findet den zerstörten Schrein? Nö, jetzt nicht. Katzenaugen Kaimdan. Ist ja Bescheid. Das haben wir da. Aber erstmal haben wir hier noch ein paar. Wer bist du? Wer bist du? Zulana. Ich wusste gar nicht, dass ich dich finden soll. Habt ihr Kari gesehen? Nein. Wer ist Kari? Ich weiß nicht. Ja. Lass mich in Ruhe. Zulana hat ihm ein übler Skoma. Skoma wird das Kari noch nicht gelernt. Skoma ist bestimmt Kacke. Keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen. Skoma hört sich ein bisschen an wie Kacke. So. Das Mikro mal richtig positioniert. Sehe ich das zufällig auch auf der Map? Das ist da. Was ist das denn? Katzenaugen Kai. Hasaks Loch. Tempel der Untoten. Im Tempel der Trauern. Achso. Also ganz schön weit weg. Dann suche ich doch erstmal lieber das Loch, weil das ist doch viel näher dran. Man muss das ja auch mal ein bisschen clever angehen, die ganze Geschichte. Sonst funktioniert das nicht. Ich habe auch mal mir erlaubt, mein Mikro ein bisschen leiser zu machen. Und ich glaube, hat ein bisschen übersteuert. Also zumindest, ich habe es ja gesehen. Es hielt sich noch in Grenzen, aber es war doch da. Rettet Kari. Ich werde mein Bestes versuchen. Hui. Hui. Komme ich eigentlich raus? Ist hier irgendwo ein Steg? Ein Steg, und hier gibt es eine Leiter, kann ich da hochklettern? Boah, cool. Ich muss. Oh, das muss ich aber nochmal machen. Zack. Leiterklettern für Groß und Klein leicht gemacht. Zack, Leiter geklettert. Wunderbar. Also, das möchte ich auch in echt können. Kari. Ich komme. Hinfort, Banditin. Ach, halt's Maul. Du bist befreit. Freu dich darauf. Zack. So, jetzt massieren wir ein bisschen die Füße und er ist befreit. Ich kann es kaum glauben. Ich bin frei. Ich bin frei. Müssen wir jetzt einfach nur wieder raus? Findet den Schlüssel zum Versteck von Hasak. Jetzt muss ich auch noch einen Schlüssel finden. Na, jetzt wird's ja aber hier ganz schön drollig. Zum Glück wird mir das gezeigt, wo die Tour ist dafür. So, Schlüssel nehmen. Dann können wir uns nämlich in das... Das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Soweit habe ich nie gespielt. Mit der Waldelfin, die ich hatte. Oder immer noch habe. Da bin ich nur bis zum Lager gekommen, bisschen draußen geguckt, bumm, fertig, das war's. Am längsten habe ich da mit meiner Dunkelelf-Magierin gespielt. Aber auch nur bis, ich weiß gar nicht, Level 5 oder 6 oder so. Da haben wir nicht so viel Zeit gehabt. Jetzt ist das aber anders. Jetzt kann ich hier mal gucken. War hier was? Hallo? Nö. Vase. Ein Lockpick, das ist cool. Die brauchen wir nämlich, um Dinge zu öffnen. Dark Meat Beer Recipe. Was? Ein Rezept für ein dunkles Fleischbier. Das hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Ich bin ja... Mich am Arsch. Warum? Ich will hier lesen. Hallo. Was ist das denn? Ich kann ihn nicht mitnehmen, verdammt! Was war das denn? Ach, das warst du. Kari. Komm mit Kari. Das ist Hasak. Sollen wir den töten? Ich greife ihn einfach an. Nicht? Den Willen dazu. Nicht? What? Zack! Ha, ich bin versteckt. Du weißt nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wo ich bin. Es könnte durchaus sein, dass der jetzt da stirbt, aber das ist mir dann auch egal. Ne? Das ist nur eine Arschkrampe, dieser Kari, der hat sich ja schon mal fangen lassen. So, komm, schieß. Zack, er ist tot. Jawohl.